sicher sein, dass ihr das Potenzial für den Muskelaufbau habt, aber noch nicht unbedingt Muskeln aufbauen werdet, denn hierfür ist noch die Makronährstoffverteilung sehr wichtig und zu der kommen wir jetzt und die Makronährstoffe sind Proteine, Kohlenhydrate und Fett. Proteine ist der Baustoff für die Muskeln, sind der Baustoff für die Muskeln. Das heißt, wenn ihr kein Protein zu euch nehmt, könnt ihr keine Muskeln aufbauen. Wenn ihr zu viel Proteine zu euch nehmt, kann es sein, dass eure Nieren und eure Leber, ja, auf gut Deutsch gesagt, verkacken, denn die müssen die ganzen Proteine verarbeiten, verstoffwechseln und zu viel Proteine am Tag sind nicht gut. Also haut euch nicht da tausende Proteinshakes am Kopf, Proteinriegel, nur Fleisch, nur Hähnchen, nur Steaks, das bringt nichts. Ihr müsst wissen, wie viel Eiweiß ihr braucht und nur das braucht ihr zu essen. Mehr braucht ihr nicht zu euch zu nehmen und weniger wäre natürlich auch nicht gut, denn dann könnt ihr keine Muskeln aufbauen. Ich will es euch hier in diesem Video so einfach wie möglich machen. Deshalb nehmt 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu euch, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr genügend Eiweiß für den Muskelaufbau habt. Und das wären bei einem, bei unseren Probanden, Schüler, 60 Kilogramm, normale Aktivität, 120 Gramm Eiweiß am Tag. Das heißt, ihr müsst nicht immer hundertprozentig 120 Gramm Eiweiß am Tag essen, aber ihr könnt von 100 bis 140 Eiweiß um den Dreh zu euch nehmen, um genügend Proteine für den Muskelaufbau zur Verfügung zu haben. Warum sage ich überhaupt, dass man 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht braucht? Denn dann seid ihr auf der sicheren Seite. Es kann zwar sein, dass man nicht so viel Eiweiß benötigt, aber man weiß, dass 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht schädlich sind und man weiß, dass man auf keinen Fall mehr braucht. Und deshalb könnt ihr bei 2 Gramm nichts falsch machen. Das war also der erste Punkt. Da haben wir das Eiweiß abgehakt, ungefähr 2 Gramm, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kohlenhydrate lassen wir erstmal aus, warum werdet ihr gleich sehen. Wir kommen dementsprechend gleich zu dem Fett. Denn das Fett lässt sich auch einfach berechnen. Man kennt ja, dass einige sagen, Fett macht Fett. Also wenn du viel Fett isst, dann wirst du auch fett. Das stimmt, denn Fett hat die meisten Kalorien und wenn man zu viele Kalorien zu sich nimmt, wird man auch fett. Aber ganz auf das Fett zu verzichten, ist genauso schlecht. Denn ihr braucht Fett, genauso wie die 2 anderen Makronährstoffe für den Muskelaufbau und vor allen Dingen für den Hormonhaushalt. 0,5 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht ist optimal, damit es wieder einfacher ist, nehmen wir unseren Probanden mit 60 Kilogramm Körpergewicht. Der muss dann 60 Gramm Fett zu sich nehmen täglich. Und warum sage ich, dass er 60 Gramm Fett benötigt? Weil es ist nicht zu wenig. Das heißt, sein Hormonhaushalt wird aufrechterhalten. Er hat genug Testosteronproduktion. Und das braucht jeder Mann, wie gesagt. Und es ist nicht zu viel, denn wir wollen uns so viele Kalorien wie möglich für die Kohlenhydrate übrig lassen. Und warum? Das seht ihr in dem nächsten Punkt. Kommen wir nun zu den Kohlenhydraten. Und um diese zu berechnen, man berechnet erst das Protein, dann das Fett. Und um die Kohlenhydrate dann zu berechnen, muss man wissen, wie viele Kalorien die einzelnen Nährstoffe haben. Und zwar hat Fett ungefähr 9 Kalorien pro Gramm. Eiweiß hat ungefähr 4 Kalorien pro Gramm. Und Kohlenhydrate haben auch ungefähr 4 Kalorien pro Gramm, um genau zu sein 4,1, 4,1 und 9,3. Aber gehen wir mal von 9, 4, 4 Kalorien auf 1 Gramm aus, auf die einzelnen Makronährstoffe. Wir haben erstmal ausgerechnet, dass unser Kalorienbedarf für den Muskelaufbau 3000 Kalorien sind.
Dann haben wir ausgerechnet, dass wir ungefähr 120 Kalorien bedarf. Dann haben wir ausgerechnet, dass wir ungefähr 120 Gramm Eiweiß brauchen, um Muskeln aufzubauen. Dann haben wir ausgerechnet, dass wir ungefähr 60 Gramm Fett brauchen, um Muskeln aufzubauen. Jetzt rechnen wir die 3000 Kalorien minus 120 Gramm Eiweiß mal 4 Kalorien minus 60 Gramm Fett mal 9 Kalorien entspricht dann eine gewisse Kalorienanzahl. Diese teilen wir durch 4 und kommen dann auf die Grammanzahl an Kohlenhydraten, die wir täglich zu uns nehmen sollten. Und in unserem Beispiel wären das ungefähr 500 Gramm Kohlenhydrate. Und diese 500 Gramm Kohlenhydrate sind sehr hoch. Und ich habe auch am Anfang gedacht, das Wichtigste für den Muskelaufbau ist Eiweiß. Aber es ist nicht so. Meiner Meinung nach ist der wichtigste Nährstoff für den Muskelaufbau, auch wenn man das nicht so sagen kann, klar, alles ist wichtig, aber ich finde, der wichtigste sind die Kohlenhydrate. Warum stelle ich diese Behauptung auf? Denn wir wissen, dass wir nicht mehr als 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht brauchen. Oder in unserem Beispiel 120 Gramm Eiweiß. Wir wissen, dass wir nicht mehr Fett brauchen als 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Oder wie in unserem Fall 60 Gramm Fett. Aber bei den Kohlenhydraten ist es anders. Da gilt, je mehr Kohlenhydrate, desto mehr für den Muskelaufbau, desto besser für den Muskelaufbau. Warum? Weil Kohlenhydrate geben uns beim Training Energie, die geben uns den Pump, die geben uns besser, mehr Power als Kreatin, als Beta-Alanin, als irgendwelche sonstigen Supplemente. Kohlenhydrate ist das Entscheidende, ist der entscheidende Nährstoff beim Training, denn die geben euch die Power. Und je mehr Power ihr habt, desto mehr könnt ihr euch beim Training mit den Gewichten steigern und desto mehr Muskeln baut ihr auf, denn der Kraftzuwachs beim Training und das Muskelwachstum verhalten sich proportional. Vergesst bloß nicht einerseits die Wichtigkeit der Nährstoffquellen. Das heißt, beim Eiweiß solltet ihr darauf achten, tierisches Eiweiß zu euch zu nehmen. Eiweiß auch von Meereslebewesen und pflanzliches Eiweiß. Beim Fett vergesst nicht das tierische Fett, vergesst nicht das pflanzliche Fett und vergesst nicht die ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren sollten natürlich auch dabei sein, aber die sind meistens zu hoch, also sollten auch verhältnismäßig ungefähr genauso viele ungesättigte wie gesättigte Fettsäuren in dem Lebensmittel enthalten sein. Kohlenhydrate habt ihr nicht viel zur Auswahl, denn Kohlenhydrate sind meistens pflanzlich. Aber auch da solltet ihr natürlich variieren zwischen Haferflocken, Kartoffeln, brauner Reis, weißer Reis, Nudeln, Vollkornbrot, normales Brot, Brötchen, Obst, also zum Beispiel Bananen, Erdbeeren, Birnen, Äpfel, alles, die komplette Palette, denn ihr wisst nicht genau, was euer Körper braucht. Ihr seid kein Roboter. Das heißt, ihr müsst eurem Körper alles geben, damit er sich das herauspickt, was er braucht. Denn wenn ihr ihm nur eine Sache gibt, er aber die andere braucht, dann fehlt ihm was. Wenn ihr ihm alles gibt, weil ihr ja nicht wisst, was er braucht, dann pickt er sich die Nährstoffe, die er braucht. Und zweitens, vernachlässigt nicht die Vitamine. Jeden Tag mindestens eine große Portion Obst und eine große Portion Gemüse. Vorzugsweise mehr, denn genügend Vitamine, klar, man kann irgendwann von allem zu viel haben. Aber wenn ihr, sage ich mal, drei bis viermal Obst und Gemüse zu euch nimmt, dann seid ihr auch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und drittens, vergesst nicht die Flüssigkeitszufuhr. Denn das ist überhaupt das Allerwichtigste. Ohne Wasser würdet ihr nämlich sterben. Ich hoffe, euch hat dieses ausführliche Video gefallen. Ihr wisst jetzt, wie viele Kalorien braucht ihr.
wie viele Proteine braucht ihr, wie viele Kohlenhydrate braucht ihr und wie viel Fett braucht ihr am Tag, um Muskeln aufbauen zu können. Ebenso hoffe ich, dass ihr wisst mittlerweile, dass Wasser sehr wichtig ist und Vitamine sehr wichtig sind, beziehungsweise sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme, Mineralien und die ganzen anderen Mikronährstoffe. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir Feedback, ich freue mich. Gebt mir auch Feedback, falls ihr mir sagen möchtet, was euch nicht gefällt und was ich besser machen kann. Und ich hoffe, ich sehe euch alle im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Fitness-Oskar.